Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, es gibt Team of the Season Rewards aus der Bundesliga. Dazu musste ich unbedingt jetzt mal wieder ein Video machen. Also sprich, erstes Rewards-Video nach einiger Zeit. Und natürlich heute Packs. Spieler gibt es auf jeden Fall sehr, sehr nice zu ziehen. Ich mache das garantierte Liga-NOS-Pack noch. Also wirklich einige Packs heute. Und bevor wir mit den Division Rivals Rewards reinstarten, Leute, kann ich euch was vorstellen. Empogy, erster Sponsor für mir. Leute, es ist der Booster von, beziehungsweise der Gaming-Booster von Flying Uwe. Und ja, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, hey, irgendwie so ein 0815-Booster, warum machst du dafür Werbung? Leute, das ist kein 0815-Booster. Ich kann es euch versprechen, wirklich. Dieser Booster war beim ersten Drop vor 3-4 Wochen nicht umsonst. Nach 60 Minuten war die Hälfte einfach schon weg von den Geschmackssorten. Also das müsst ihr euch einfach nur vorstellen. Heute 15 Uhr ist der nächste Drop. Also ungefähr, wenn ihr das Video seht. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link, wie ihr auf die Seite kommt. Das ist ähnlich wie so ein Drop. Und ihr habt den Code MAX, meine 5, kriegt ihr 5% auf den ganzen Einkaufrabatt. Wenn ihr es auschecken wollt, könnt ihr gerne meinen Code verwenden. Und da habe ich zum Beispiel solche Booster, wie zum Beispiel Pfirsich Eistee gibt's, es gibt Wassermelone, es gibt Zitrone Eistee und Mango Passion Fruit, das sind nämlich die vier. Wie gesagt, beim letzten Drop waren zwei der Sorten schon nach nicht mal 60 Minuten ausverkauft. Nach ein paar Stunden war komplett alles das letzte Mal ausverkauft. Heute gibt es nämlich ein Angebot, ein Booster, ein Shaker und drei Masken von Smilodogs. Ich denke mal, das ist auch relativ bekannt bei euch. Das ist auch eine Firma von Flying Uwe. Davon gibt es halt drei Masken, wie gerade schon gesagt. Und dieses ganze Paket nicht mal 30 Euro, also 29,99. Das ist wirklich der erste Punkt, dass dieser Booster erstmal viel, viel kostengünstiger ist als die anderen. Vergleichsweise, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ihr wisst, was ich meine. Außerdem, wenn wir kurz zu den Inhaltsstoffen kommen, er hat viel weniger Zucker, viel weniger Koffein als vergleichbare Booster und ist zu 100% vegan. Steht auch jeweils immer hier am Booster drauf. Sieht man das? Ja. Genau, Leute, also pro Box habe ich mal ausgerechnet, bekommt man ungefähr 40 mal so einen Booster zusammen. Also Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt da wirklich extrem. Ich glaube, man zahlt 62 Cent pro Portion, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, es wird auch empfohlen, nicht das Ganze unter 18 zu konsumieren. Leute, ihr wisst Bescheid, diesen Booster kann man nehmen für zum Beispiel Autofahren. Fürs Homeoffice hatte ich jetzt zum Beispiel auf die Uni genommen, hat auf jeden Fall geholfen. Dann als Gaming-Booster vor zum Beispiel der Weekend League oder vom Sport. Alles, Leute, das ist wirklich ein sehr, sehr nice Angebot. Von daher, wie gesagt, falls ihr euch da was holen wollt, könnt ihr gerne unten in den Link in der Beschreibung draufklicken. Und dann einfach mit dem Code maximal 5, falls ihr mich unterstützen wollt und 5% sparen wollt, gerne supporten, wäre ich euch sehr dankbar dafür. Und was auch richtig, richtig nice ist, Leute, es wird so geile Gewinnspiele geben. Zum Beispiel am Montag kommt jetzt eins, dazu sage ich mal so viel, solltet mir auf Instagram folgen, es wird sich lohnen, sagen wir es so. Und dann würde ich sagen, kommen wir zurück zu den Division Rivals, Leute, wir gehen mal rein, gucken wir mal, was wir so erreicht haben. Wir gehen mal auf die Bonis, 4 Megapacks, ja, ich denke mal, die nehmen wir untrade diesmal mit. 435 Capex kann was drin sein. Ich hoffe mal, Team of the Season. Erstes. Bitte, bitte, wer blau. Wer blau. Wer blau. Oh. Zweites. Let's go. Bitte. Gönnen. Gönnen. Alle guten Dinge sind bekanntlich 3. Let's go. Ich glaub's ja nicht. Das war das letzte Mal, glaube ich, dass ich die Untrades mitgenommen habe. Das letzte. Und bitte sag mir jetzt nicht, dass ich wirklich hier 435 Capex mitgenommen habe und nichts ziehe. Oh mein Gott. Komm, machen wir noch kurz das Liga-NOS-Pack. Das heißt, garantiert ein Liga-NOS-Team of the Season. Alles Untrade eigentlich im Verein gehabt. Wir geben es ab und bitte so ein Telles sehe ich gerade, Tarabt wäre nice. Also Telles, glaube ich, würde ich mich mit Abstand am meisten freuen. Ja, komm, bitte komm, gönn. Gönn einmal. Komm, ich wäre eigentlich Porto-Spieler, wäre ja ganz nett. Portugiese, RMPC. Ey, das ist ein 4-0. Oh mein Gott. Junge, wie viel ist der? Ich werde ihn zwar eh nicht spielen, aber ist nice. Okay, 80k ist der Wert, also ja, ist okay. So, und da sind sie endlich für Champions Rewards. Leute, wir sind Gold 1 gekommen in dem Stream. Das war geisteskrank, was da abging. Also Grüße gehen raus an jeden Einzelnen, der dabei war. Und schreibt auch gerne mal rein, welchen Rang ihr gekommen seid. Ich bin jetzt gespannt. Gold 1 ist mal wieder nett. Wir kriegen 200k Packs, 50k, das ist okay. Das ist sehr gut. Oh Mann, also ich sehe gerade das Team of the Season von der Bundesliga nochmal vor mir. Ich glaube, so ein Davies wäre am nicesten. Also würde am besten an mein Team passen. Über den würde ich mich wirklich extrem freuen. Dann noch so ein Sancho Reus, irgendeinen anderen High-Rated
Also Hauptsache kein Hinteregger, Sommer oder Radetzky. So, damit sind meine Wünsche klar. Ich würde sagen, wir gehen rein. Wir machen den linken Pull auf jeden Fall zuerst mit der Meißler, man kennt es. So, komm, zack, hat immer Glück gebracht. Bitte gönnen. Oh, Hummels ist gut. Hummels 96er, Hummels, das geht klar. Leute, das ist gut. Das ist jetzt kein Riesenüberragender, aber der ist okay. Kostic noch mit drin, Corona. Ja, schwierig an der Stelle. Hummels nehme ich sehr, sehr gerne mit. Junge, 96, das ist, glaube ich, echt okay für Gold 1. Ja, okay, Gold 1 ist auch schon nicht so verkehrt, aber 96 geht auf jeden Fall klar. Und jetzt bitte noch halbwegs reinlacken. Leute, ihr wisst Bescheid. Unten MPG abchecken mit dem Code maximale 5% Rabatt bekommen und das auf jeden Fall mitnehmen. Ihr wisst Bescheid. Foot Champions zum zweiten. Komm, bitte gönn. Oha, wir kriegen wieder Hummels. Was ist denn hier los? Warum kriegen wir denn wieder Hummels? Diesmal müssen wir, glaube ich, eigentlich den guten Sommer mitnehmen. Die werde ich in die SBC hauen in die nächste fürs Rating. Also 96er und 94er, das ist, glaube ich, mehr als in Ordnung. Ich bin ehrlich. Wie gesagt, Leute, Weekend League Streams, weil ganz viele gefragt haben, gibt es immer Samstagmittag und am Sonntagabend 21 Uhr. Wir öffnen währenddessen schon mal die beiden 100 K-Packs. Kriegt man ja automatisch zu Gold 1 mit dazu. Man of the Match-Karte? Norwegen? Stürmer? Hä? Okay. Seit wann gibt es denn hier Man of the Match-Karte? Ein zweites? Ich hoffe mal, Team of the Season kommt da mal jetzt raus. Bitte. EA Sports. Oh, Champions League-Karte ist das. Das ist eine Champions League-Karte. Lass ich mich nicht verwirren. Ich wollte gerade Neymar rufen, das wird Allen. Ja, naja, okay, nee, für ein 100k-Pack nicht gut. Ja, und damit eigentlich, ja, habe ich jetzt nur kurz die Rewards geöffnet, hoffe, das hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, Abo natürlich auch, da bin ich raus, bis zum nächsten Video rein und ciao.